Ja, das war ein fieser Cliffhanger, vor allem wenn man bedenkt, dass ich die nächste Folge direkt im Anschluss aufnehme und ich jetzt erfahre, was da los ist mit diesem Problem. Ja. Ah. Und darf ich jetzt als Sucher spielen? Nee, oh. Das kann kein Gegner gewesen sein, weil alle sind ja irgendwie an dieselbe Quidditch-Umkleide. Was ist das? Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Aber die waren auf jeden Fall ganz schön gewütet. Ach, deswegen gibt es neue Umhänge. Ah, deswegen hat das Kapitel neue Umhänge. Jetzt habe ich es gecheckt. Oh nein! Beim Bade des Merlin, was ist denn hier passiert? Kaum bist du Kapitän, wurde unsere Umkleidekabine verwüstet. Das ist hier passiert. Aber das ist noch nicht alles, Cody. Schau nur. Was denn? Ja. Unsere Quidditch-Umhänge, jemand hat sie zerfetzt. Ein umwerfender Start in die neue Saison. Wir haben noch nicht einmal begonnen und schon geht alles schief. Damit können wir jedenfalls nicht unser erstes Training antreten, so viel steht fest. Wer sollte so etwas tun? Vielleicht möchte uns jemand einschüchtern oder ein gegnerisches Team hat uns einen Streich gespielt. Wer auch immer dahinter steckt, ist vermutlich hereingeschlichen, während wir alle auf dem Feld waren für unsere erste Besprechung der Saison. Vielleicht hast du recht, Orion. Wir sollten uns umsehen, vielleicht finden wir irgendwelche Beweise. Das war der falsche Knopf, Entschuldigung. Nee, räumt ihr mal auf, ich gehe woanders hin. Ja, da ist schon der Schnatz. Yay. Achso, ich soll mit aufräumen, na gut. Schauen wir mal, was da passiert ist. Die stehen ja alle nur rum und Bohne sitzt sogar, faule Socke. Ey. Ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich ist, aber irgendjemand wird dafür bezahlen. Wir brauchen neue Umhänge, um trainieren zu können. Wirst du uns helfen, Kapitän? Nö, ich stehe auch nur hier so rum. Irgendjemand hat hier wirklich ein ziemliches Chaos angerichtet. Das habe ich jetzt festgestellt und mit dieser Feststellung kann ich ja jetzt gehen. Ja, tschüss. Soweit ich sehen kann, wurde nichts gestohlen, nur zerstört. Vandalismus, purer Vandalismus. Ich frage mich, ob jemand unsere Umhänge kaputt gemacht hat, um uns vom Training abzuhalten. Damit das erste Quidditch-Spiel mit dir als Sucher noch später stattfindet. Ob das wohl noch in dieser Folge stattfindet? Wer sollte unsere Umkleidekabine noch verwüsten? Heute ist dein erster Tag als Kapitän und das erste Hindernis lässt nicht auf sich warten. Es wird bestimmt Stunden dauern, all die Unordnung zu beseitigen. Nur 3 Stunden, würde ich sagen. Das war eindeutig ein tätlicher Angriff von einem der gegnerischen Teams. Sowas von, ey. Was für ein Monster würde nur einen so wunderschönen Quidditch-Umhang zerstören? Wie sollen wir nur trainieren, nachdem alle unsere Quidditch-Umhänge zerstört wurden? Ich weiß nicht, wer denn Sei mal locker, ey. Da ist ein. Schaut mal, ich habe etwas gefunden. Das sieht aus wie ein Stück Siruptorte. Alle Mitglieder unseres Teams wissen, dass wir kein Essen in die Umkleidekabine mitbringen dürfen. Hat mir das schon jemand gesagt? Ach egal, ich bin Kapitän, ich darf alles. Ich glaube, es ist sehr wahrscheinlich, dass dieses Beweisstück von unserem Übeltäter stammt. Wir brauchen keine Kuchenkrümel, um zu wissen, wer unsere Menge kaputt gemacht hat, Cody. Hast du eine Ahnung, wer dahinter stehen könnte, Bohne? Ich glaube, Skylar hat recht, dahinter steckt eindeutig einer unserer Gegner, der uns den Saison stark vermiesen möchte. Du hast selbst gesagt, dass Hufflepuff sich für das Finale bei uns revanchieren möchte. Ich finde, wir sollten sie melden. Ich finde, wir sollten vorsichtig mit Anschuldigungen sein, bevor wir alle Fakten kennen. Aber die Entscheidung liegt bei dir, Cody. Als Kapitän von Ravenclaw, wie möchtest du vorgehen? Wenn wir Anschuldigungen gegen ein gegnerisches Team erheben, bevor wir alle Fakten kennen, könnte das schwerwiegende Folgen haben. Das haben wir in meiner ersten Saison im Team erfahren, als Sky vermutet hat, Ralph habe ihren Komet 220 gestohlen. Ich finde, wir sollten keine offiziellen Schritte ergreifen, bevor wir mit Sicherheit wissen, was hier passiert ist. Das ist eine umsichtige Entscheidung, Cody. Und weise noch dazu, wenn du mich fragst. In der Zwischenzeit müssen wir unbedingt neue Quidditch-Umhänge für unser Team finden. André, dein Job. Denn bis dahin können wir nicht an unserem ersten Spiel der Saison teilnehmen. Du hast recht, Cody. Ohne Trainingsumhänge können wir beim Spiel nicht erkennen, wer zu welchem Team gehört. Es gibt auch überhaupt keine anderen Möglichkeiten. Aber als neuer Kapitän von Ravenclaw wirst du dieses Problem bestimmt lösen und dafür sorgen, dass wir trainieren können. Danke, Orion. Das ist meine erste große Herausforderung als Kapitän und ich weiß, dass sich das Team auf mich verlässt. Lasst uns zum Trainingsgelände gehen. Vielleicht hat Madame Hooch einige Umhänge übrig, die wir verwenden können. So, 53 Energiepunkte, das wird eng. Aber ich muss eh 3 Stunden warten. Nee, dann mach hier den Cut. Kapitel 35 ist da. Ja, aber jetzt, Auto? Was ist denn ein Auto? Das bildet doch irgendwas von Auto, von selbst machen. Irgendwas mit selbst machen muss das zu tun haben. Keine Ahnung, was Autos ist. Aber ich mache jetzt natürlich erstmal hier mal den, mehr weiter.
Da muss Kapitel 35 jetzt leider ein bisschen warten. Wir brauchen neue Umhänge. Ich dachte mal, dem Hutsch wäre hier. Penny, kannst du uns Umhänge schneidern? Ich weiß, André könnte das eigentlich machen, aber ich sehe Madame Hooch nirgendwo, Cody. Na toll, sie ist nicht hier. Wenn das so weitergeht, bekommen wir niemals neue Umhänge für unser Training. Na gut, dann spielen wir halt mal in Zivilkleidung. Oder? Wie wäre das denn mal? Wäre bestimmt auch interessant. Oder Penny hat eine Lösung. Ja. Penny, sag mal an. Hi Penny, hast du Madame Hooch irgendwo gesehen? Wir wollten eine dringende Angelegenheit mit ihr besprechen. Mhm. Ich suche auch nach ihr, Cody, aber ich habe sie nirgendwo gesehen. Ich wollte mir einen Vorsprung verschaffen und die erste Aufwärmparty mit ihr vorbereiten. Ich freue mich schon auf die neue Saison, insbesondere weil du zwei neue Rollen im Team übernehmen wirst, bei unserem härtesten Gegner, Ravenclaw. Es kommt mir wie gestern vor, als du mich zu meinem ersten Quidditch-Spiel mitgenommen hast und jetzt habe ich dein Hausteam im Finale gnadenlos platt gemacht. Und wenn ich mich recht erinnere, habe ich dich an diesem Tag vor einem außer Kontrolle geratenen Klatscher gerettet. Genau, und jetzt bin ich nicht nur der Sucher von Ravenclaw, sondern auch der Kapitän. Es wird bestimmt nicht einfach, diese beiden Rollen zu vereinen, aber wenn irgendjemand das schauen kann, dann bist du es, Cody. Danke, Penny, ich freue mich schon auf die neue Saison. Und wie ich dem Team bei unserer ersten Besprechung schon gesagt habe, ich kann es kaum erwarten, noch einen Quidditch-Pokal für Ravenclaw zu gewinnen. Leider haben wir einen Rückschlag erlitten. Unsere Umkleidekabine wurde verwüstet und unsere Umhänge wurden kaputt gemacht. Das ist ja furchtbar. Ich kann es kaum glauben, dass jemand so etwas tun würde. Wir wissen noch nicht, wer dafür verantwortlich ist und ich habe beschlossen, den Vorfall erst zu melden, wenn wir mehr wissen. Aber in der Zwischenzeit brauchen wir Ersatzumhänge, damit wir unser erstes Training der Saison beginnen können. Nun, wenn ihr Ersatzumhänge braucht, dann kann ich euch vielleicht helfen. Ich habe neulich gesehen, wie Madame Hooch einige Umhänge in einen Lagerraum gebracht hat. Das ist toll, Penny. Wo hat sie die Umhänge hingebracht? Gute Frage. Ich war in letzter Zeit so beschäftigt mit den Vorbereitungen für die Aufwärmparty und meinen Unterricht. Ich erinnere mich nur noch sehr verschwommen. Ich weiß nicht mehr genau, wo ich sie gesehen habe. Keine Sorge, Penny. Lass uns gemeinsam deine Schritte zurückverfolgen. Vielleicht können wir so dein Gedächtnis anregen. Da wirst du dich hoffentlich erinnern, wo Madame Hooch diese übrigen Umhänge hingebracht hat. Geht ja schnell in 3 Stunden. Also. Sky, weißt du was? Hast du eine Idee? Ich wünsche nur, wir können jetzt trainieren, aber stattdessen suchen wir nach Umhängen. Warst du allein, als du Madame Hooch mit den übrigen Umhängen gesehen hast? Gibt es noch mehr Zeugen, die Madame Hooch mit Umhängen gesehen haben? Madame Hooch hat eine große Kiste voller Umhänge getragen, als ich sie gesehen habe. Wir müssen herausfinden, wo Madame Hooch diese Quidditch-Umhänge verstaut hat. Professor Snape hatte mich gebeten, einige Baldrianzweige für einen Zaubertrank zu suchen. Als ich Madame Hooch begegnet bin, waren wir definitiv irgendwo im Schloss. Das ist ja nicht so groß, Penny, also. Ich habe Madame Hooch nicht gesehen, als ich in der Küche war und Snacks für die Party geholt habe. Also sind die Umhänge schon mal nicht in der Küche. Versuche die Szene in deinem Kopf nachzustellen. Was siehst du? Weißt du noch, was du getan hast, als du Madame Hooch gesehen hast? Wenn wir Penny helfen, sich zu erinnern, sind wir einen Schritt weiter auf unserem Weg durch das erste Kapitel dieser 4. Quidditch-Saison. Leere deinen Kopf, Penny. Verdränge alle Gedanken, dann wird die Erinnerung zurückkehren. Wenn ich mich konzentrieren möchte, hilft es mir manchmal, auf dem Besen zu balancieren. Also, Penny, stelle dich auf einen Besen und balanciere. Also, Penny, wir haben deine Schritte zurückverfolgt. Erinnerst du dich jetzt, wo du die übrigen Quidditch-Umhänge gesehen hast? Ja, jetzt fällt es mir wieder ein, Cody. Ich erinnere mich, dass Professor Snape mich in den Artefaktraum geschickt hat, um seinen Vorrat an Baldrianzweigen aufzufüllen. Und dort bin ich mit dem Hooch begegnet, der eine große Kiste mit übrigen Quidditch-Umhängen verstaut hat. Bist du dir ganz sicher, dass du sie dort gesehen hast, Penny? Ich bin mir sicher, dass ich gesehen habe, wie Madame Hooch die Umhänge in den Artefaktraum gebracht hat. Ihr solltet dort nach ihnen suchen. Oh, werfen Dank für deine Hilfe, Penny. Das klingt, als sollten wir als nächstes im Artefaktraum vorbeischauen, Cody. Als ich die Position als Kapitän von Ravenclaw angenommen habe, hätte ich nie gedacht, dass ich einmal die ganze Schule nach Umhängen absuchen würde. Natürlich nicht, Cody. Aber das ist es, was einen guten Anführer ausmacht. Manche Herausforderungen mögen dir groß erscheinen und andere dagegen klein, aber sie alle helfen dir, deinen Weg als Kapitän zu finden. Das ist gut zu wissen, Orion. Ich werde deinen Ratschlag beherzigen, wenn wir im Artefaktraum nach Ersatzumhängen für unser Team suchen. Und das machen wir in der nächsten Folge. Und in der nächsten, übernächsten Folge, starten wir mit Kapitel 35, hoffe ich mal. Wie heißt das denn? Ich schaue nochmal, wie das Kapitel heißt. Das finde ich ja hier raus. Gibt es hier was Neues? Alles freigeschaltet. Das kann doch nicht sein. Das gibt es noch nicht übersprungen. Egal.
Mal schauen, wie Kapitel 35 heißt. Kapitel 35 heißt das Aurorenprogramm. Ja. Das nächste Praktikum im Zaubereiministerium. Ja, bin ich mal gespannt. Und wie nahe kommen wir dann schon unserem Schulabschluss? Das ist das 35. Kapitel von Jahr 7. Kapitel, das 6. Jahr hatte 46. Könnte es sein, dass wir dem Ende immer näher kommen. Ich sag jetzt Arrivederci, over and out.